Einen wunderschönen guten Morgen hier aus London wünsche ich euch. Ja, das ist unser ganzes Zimmer. Ja, für 4 Personen. Und na gut, wir sind nur 3, das ist gut. Und ich habe gerade geduscht und jetzt gleich kann der Tag auch starten. Gleich gibt's Frühstück. Und hier könnt ihr nochmal diese wunderschöne Aussicht von dem Hostel begutachten. Es ist nicht toll und da ist dieses komische hohe Gebäude. Wenn ihr den Namen kennt, könnt ihr es in die Kommentare schreiben. So. Es ist eigentlich ganz toll hier zu schlafen an so einer schön befahrenen Straße. Da gibt es oft so Notsignale, ist ja nicht toll. So, und das ist hier der Flur. Da hinten geht es zu den Duschen. Und nur geht es in das Zimmer rein. Ganz lustig. So, und da sind wir im Zimmer. Ja. Und hier gibt es einen Spiegel. Guck mal, hier gibt es einen Spiegel. Hier könnt ihr euch jetzt selber sehen. So, ich habe mich mal hier hingesetzt. Der Plan für heute, den kenne ich gar nicht. Also, was ist denn der Plan für heute? Ich glaube mal so Sightseeing-Tour machen. Da wird es, denke ich mal, viel zu filmen geben. Und sonst, gestern sehr minimalistisch essen gegangen bei Subway, ne? Für 3 Pfund. Geht ja. Da habe ich mir abends noch so einen Joghurt gekauft für 1,25. Der war echt lecker, im Gegensatz zu denen in Deutschland. Da können sich die Deutschen echt ein Beispiel nehmen. So, wir haben hier gerade im Hotel gefrühstückt. Es war besser als erwartet. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Es gab doch noch was Anständiges hier. Und ich fand es eigentlich ganz passabel. Also, und jetzt geht's gleich raus. Mal gucken, wo es hingeht. Ich weiß noch nicht. Und dann sehen wir uns da wieder. Tagchen. Wir sind hier gerade aus so einem Hochhaus und hier im Hintergrund ist die St. Paul's Cathedral. Schöne Aussicht hier von so einem Gebäude. Und wir fahren jetzt hier gerade so durch London und gucken uns hier alles mal so an. Wir sind hier jetzt hier an der Royal Albert Hall und die Konzerthalle hier von London. Mir wurde gesagt, die Akustik sei dort nicht so toll. Ich kenne die alle auch nur, weil da Adele immer aufgetreten ist und die da so eine DVD von gedreht hat. Und jetzt laufen wir hier rum. Ich weiß nicht, wo wir hingehen, aber ich laufe jetzt erstmal zur Toilette. Die ist in so einem Keller hier. Hier, guck mal, hier haben wir hier so ein bisschen. Ja. Hier auch nochmal. So. Und. Ja, wir sind gerade so mit der Sightseeing-Tour durch und gleich können wir, denke ich, auch mal hier rumlaufen. Ja, da bin ich mal gespannt. So, jetzt sind wir hier am Buckingham Palace und ist voll ganz nett hier. Die Stadttour ist so beendet und wir gucken jetzt einfach mal, wo wir jetzt hingehen. Gleich geht's ins Imperial War Museum und wir laufen jetzt erstmal, gucken uns hier erstmal den Buckingham Palace so an. So, und jetzt laufen wir hier durch diesen Park und machen uns auf den Weg zum Imperial War Museum. Wir sind hier jetzt im Imperial War Museum und gucken uns so ein bisschen hinter die Geschichte vom Weltkrieg und so. Und dann gucken wir mal, was es hier so gibt. So hat man hier also damals gelebt. Ja, sieht sehr schön aus, ne? So, wir gehen jetzt mal in den geheimen Krieg rein. Sieht man hier? Schauen wir mal. Wir waren hier gerade im Imperial War Museum und war ganz nett, bisschen geschichtlich, aber ja, ein bisschen auch langweilig. Also deutsche Geschichte gab es da auch zu sehen, so NS-Zeit und so. Das war mal ganz interessant. Aber sonst irgendwie interessiere ich mich ja nicht so viel für Geschichte. Gut. Und jetzt gehen wir gleich weiter. Wir warten jetzt mal auf die anderen, die da mal rauskommen sollen. Und dann geht's hier weiter. Guten Morgen, ich habe gestern vergessen, das Video zu beenden. Naja, wir waren gestern noch auf dem London Eye und das habe ich ja dann auch gezeigt. Und ja, damit ist das Video jetzt mal beendet. Also wir sehen uns dann am dritten Tag wieder.